Eines Nachts schläft der Gryffalo wie ein Bär. Sein Kind aber langweilt sich so sehr. Es fühlt sich stark, es fühlt sich gut. Es schleicht aus der Höhle voller Mut. Oh. Der Schnee stürmt wild und kalt wie der Wind. Hinaus in den Wald geht das Gryffalo-Kind. Fleißige Ameisen marschierten den Weg entlang. Mit bloßem Auge sah man sie kaum. Sie machten vor Schreck einen Rückwärtspurzelbaum. Und langsam kamen sie alle zum Stehen. Es gab kein Entkommen, denn Räuberratte befahl: Halt! Nicht weitergehen! Haha! Gebt mir eure Bonbons und Lollis! Aua! Und geht nicht, gibt es nicht. Ha! Denn ich bin Räuberratte. 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 Nämlich Räuberratte, den keiner widerspricht. Wir haben keine Bonbons, sagten die Ameisen. Nur ein schönes grünes Blatt. Oh nein, Irrtum, ich bin's, der es hat, sagte Räuberratte. Diese Blätter schmecken eklig und bitter. Und das ist so dünn wie Papier. Doch ich bin nämlich Räuberratte und dieses Blatt gehört jetzt mir. Schnaubte los, so stark es ging. Und kam in solchen Taumel, dass sein Flügel Feuer fing. Oh.
kam das Mädchen wieder. Was? Oh je. Hast du dich verbrannt? Willst du für deinen Flügel einen hübschen Wundverband? Tja. Oh. Was für eine feine Idee, sagt der Zock. Auf und davon er flog. Ein weißes Band flog hinterdrein, wie ein Zickzack durch die Lüfte zog.